Sightseeing-Tipps in Deutschland? Vielleicht gerade in München, wo du selbst gespielt hast? München, Marienplatz, der Englische Garten, vor allem jetzt auch Oktoberfest. Wenn es so ein Tag ist wie heute, wenn du da sagst, du hast so diese 18, 20 Grad Sonnenschein und du spazierst über die Wiesen und dann riechst du die gebrannten Mandeln oder kannst einen Händel genießen und einen Spezi dazu trinken, weil ich bin kein Biertrinker, dann war das schon richtig Qualität damals. Düsseldorf habe ich auch leben dürfen, Nürnberg war ich, Nürnberg eine kleine liebe Stadt mit den Mauern rundherum, auch zu Weihnachten sehr beliebt mit dem Christkindlmarkt und mit dem Würstchenessen und Düsseldorf auch. Eine schöne Stadt, die Kö, da muss man immer aufpassen, wenn man mit der Frau hingeht, vom Shoppen her. Ansonsten hat Düsseldorf auch viel zu bieten, weil du gleich dort oben direkt in diesen Ruhrpott bist und dann kannst du runterfahren nach Köln, Leverkusen, bist gleich bei Schalke, bist natürlich auch relativ schnell in Dortmund oben. Da sind schon viele Vereine mit Gladbach auch, die dort auf sehr engen Raum sind. Dann hast du natürlich noch Bochum, Duisburg, die in der zweiten Liga spielen. Also da ist auf jeden Fall die Fußballbegeisterung auf jeden Fall groß. Und wenn man sich als Destination Düsseldorf aussucht vom Flughafen, dann kannst du von dort innerhalb von, sag ich, 60, 80 Kilometer ja, enorm viel Fußball schauen.